Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play I'm Alive Part 14. Okay, ich habe nochmal gespielt bis zum, also vom Speicherpunkt bis hierhin. Und hab's mit Merlebe geschafft. Und jetzt habe ich da vorne noch was entdeckt. Da wollte ich jetzt nur ganz kurz hinlaufen, aber erstmal gucken wir mal kurz hier oben am Gitter, was da so ist. Das kann ich wahrscheinlich aufziehen. Ja, das mache ich aber erst, nachdem ich da unten war. Ja, und ich habe gerade versucht, viermal in I'm Alive reinzukommen. Und jedes Mal ist schwarzer Bildschirm da gewesen. Ich bin kurz vorm Ausrasten gewesen. Das war so schlimm, echt. Hab keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall hat es mich so aufgeregt. Ach so, ja genau. Warum es jetzt auch geht. Ich bin online, also ich bin online angemeldet und deswegen wird es wahrscheinlich auch gehen. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall geht's jetzt, weil ich online bin. Ist einfach seltsam. Ich kann es anscheinend nicht mehr offline spielen. Aus welchem Grund auch immer. Ich würde es nie wissen. Aber naja. Hauptsache, es geht jetzt. Das ist schon mal das Wichtigste. Oh, immer diese Toilette, ey. Ich hasse Toilette, echt. Also, ich meine jetzt wegen Dead Space, weil das Spiel hat mich so fertig gemacht, ey, echt. Jedes Mal, wenn ich da ein Klo sehe, bin ich kurz vorm Aus, vorm Zusammenbruch gewesen. Naja, gehen wir wieder hoch. Dahinter war ja nichts, genau. Und die habe ich ja, denn hier dahinter habe ich ja das Heilpäckle da gegeben. Oder dieser Verbandskasten, besser gesagt. Ich sage immer Heilpäckle. Ich sage zu allem, was mich irgendwie heilt, sage ich Heilpäckle. Das ist mir auch relativ egal. Das habe ich schon immer so gesagt. Gut, machen wir mal das Tor hier auf. Wahrscheinlich wollte jetzt gleich wieder so scheiß Gegner kommen. Und werde mich wieder versuchen rumzubringen, wie immer. Aber bis jetzt sieht's nicht so aus. Ah, doch. Oh shit, es sind ja mehrere heilige Scheiße. Okay. Oh, shit, 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 oh, shit, 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 shit. Okay, scheiße jetzt. Oh ne. Okay, jetzt haben wir ein Problem. 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 Jetzt haben wir ein sehr starkes Problem. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Panik, 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 Panik. Tot, 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 tot. Okay, kein Problem, kein Problem. Immer mit der Ruhe, das schaffen wir. Ist alles gut, wird alles gut. Wenn ich jetzt nochmal das von vorne machen muss. Ah, oh, Gott sei Dank. Puh. Ah, dahinter liegt jetzt das ganze Zeug noch anscheinend. Oder zumindest eins. Was ist das? Ah, eine erste Hilfe. Was habe ich die jetzt? Aber ich habe den ja doch geholfen, oder? Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, tut mir leid, aber jetzt rennen wir nochmal schnell hintere. Man kann ja nie wissen. Da sind sie. Ah, ich habe ihnen geholfen. Das ist ja schon mal sehr positiv. Und hier liegt noch das ganze Zeug. Sehr schön. Und ich denke mal stark, dass dahinter das Zeug jetzt auch noch liegen wird. Zumindest der Pistolenschuss. Ha, was habe ich gesagt? Jetzt habe ich sogar zwei Schuss. Perfekt. Und da liegt noch die Konserve drin. Die holen wir auch schnell. Ah, okay. Die liegt anscheinend nicht mehr da. Ja. Interessant. So. Jetzt bin ich ja gerüstet, würde ich mal sagen. Ducken wir uns mal schnell und laufen schneller hintere. Vielleicht ist da ja nochmal was. War ja klar, dass hier nichts liegt. Das war ja wieder voll klar.
you're pouring, I'm drinking. Well, hello there. Oh shit. Headshot. No need for that, really. Oh shit. Was? Ich sehe diesen einen Mann, ey. Warum kann man ihn schlagen? Oh Gott, klar. Warum schlägt er denn seine fette Pistole weg? Echt, ey. Zum Kotzen, Mann, wieder, ey. Und ich habe natürlich mal wieder so wenig Heilung. Deswegen heilen wir uns mit dem Scheißtier. So. Und Radefleisch, wenn ihr mir geht, gell? Na toll, echt zum Kotzen wieder. Aber ich brauche den Pistolenschuss, das wäre gelaufen. Jetzt nochmal hindere. Ist zwar totale Zeitverschwendung, aber was macht man das alles? Achso, ich bin zu weit gelaufen, aber ja klar. Entschuldigung, aber ich bin halt jetzt ein bisschen genervt, weil ich so oft versucht habe, hier reinzukommen in das Spiel. Und ich habe keinen Plan, Kid, warum es nicht geht. Ich habe echt keine Ahnung, Kid, warum ich nicht in das Spiel reinkomme. Naja, und dann ging's, weil ich mal wieder online gegangen bin. Dann habe ich es mal wieder auf HDMI versucht. Weil ich spiele ja auf 720p oder Pixel oder i oder wie es auch immer heißt. Naja. Jetzt geht's ja auf jeden Fall. Okay. Laufen wir nochmal schnell hinterher. Mach dich locker, Mann. Hab mal ein bisschen Spaß. Spaß ist selten in dieser Scheißwelt. Trink dir mal ein. Wo hast du die Waren her? Oh shit. Jetzt hab ich ihn getroffen. Jetzt hab ich tatsächlich eine getroffen. Nee, toll. Scheiße, echt. Ja, komm, schieß mich ab, du Wichser. Witz. Da kann man nur lachen. Ja, es ist lustig. Komm, fick dich doch echt. Meine Güte, das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Und jetzt kann ich wieder behindert rumrennen wie ein geistig kranker Mann. Bin ich jetzt hier, also. Diese fette gepanzerte Sau da, ey. Ich könnte seinen Kopf abschießen, ehrlich. Bei wie viel Minuten? Jetzt sind wir schon bei 8 Minuten, das wird immer lustiger, ey. Echt lustig. Bis ich das Spiel durch habe, das wird mal 80 Parts, das schwöre ich euch. 80 Parts. Die scheiß Tür hier. Zwei Pistolenschuss, warum kriege ich jetzt 6? Ja, oh, lauf schön gegen Blender. So, erstmal heile. Und zwar mit dem. Na, ja, Schutzwäsche habe ich auch nicht mehr. Lustig. Okay. Ach so, doch, ich habe Schutzwäsche, ja gut. Jetzt würde ich sagen, schalte mir erstmal die aus, aber erstmal den da. So, jetzt könnte sie kommen. Komm. Put. Oh, ist er tot. Komm her, du Fettsack. Seid zum Sterben, ja. Shoot all you want, I'm bulletproof. Bam. Ha. Das nenne ich doch mal sehr schön.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hoffe ich jetzt glücklich, ey, Mensch. Hey, was ist hier los? Steh auf, alles gut. Ja, hier liegt anscheinend nichts mehr, so wie es aussieht, aber nur trotzdem mal schnell. Okay, hier liegt echt nichts mehr. Ah doch, hier kann ich rein. Toll. Ah. Ah, okay, bevor ich jetzt da lang gehe, helf mal kurz der Mutter von der May. Oder helfen wir ihn auch nicht? Ach so, die das war ja geil, die das war ja die war ja im vierten Stock oder sowas, vierte Ebene. Das sind so andere Frauen. Was sind da Leute? Ich sehe es nicht richtig. Sieht nicht so aus. Da brennt nicht umsonst ein Feuer. Oh, was lag hier? Rattenfleisch. Oh shit, ey. Warum kommt jetzt so Musik? Das macht mir Angst. Oh shit. Das war jetzt ein bisschen unnötig, dass ich den abgeschossen habe. Naja, jetzt habe ich ja wieder Schuss. Sogar zwei Schuss. Wo geht's denn da lang? Ich gehe jetzt erstmal kurz da lang. Ach so, da geht's nicht. Ah, doch. Bam! That'll come in handy. Adrenalinspritze. Oh, was ist das? Someone out there needs this. Trinklösung. Ah, und hier liegt nochmal was. Geil. Oh, jetzt bin ich aufgerüstet wie nix, ey. Leck mich am Socker, Alter. Ich glaube, ich schieß mal lieber mit dem Pfeil, mit dem Pfeil und Bogen, weil... Den kann ich ja wieder aufheben im Fall. Oh, da geht's hoch. Schon mal positiv. Ebene 3. Und Ebene 4 muss ich. Jetzt wird wohl gleich Ebene 4 kommen, oder? Yes! Sieht schon mal nicht sehr schön aus. Shit, wo muss ich jetzt lang? Ich gehe ja schon mal rechts. Oh, da ist Blut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Promise to behave? Sure, whatever you say, just let me down. Don't touch me. Do you hear me? Don't touch me! Don't be like that. You know, I can make your life a lot easier if you just cooperate. Wo ist der Penner? And don't give me that look. It's not as if we haven't done this before. Du musst da rüber. Please! No, no! Du musst da rüber!
down! Don't hurt me! Don't kill me! Oh, you shot him! Oh, God! Ja, wolltest du das so, oder? Eine Runde kann ich nicht. Ah, okay. Was ist jetzt los? Ah. You must be my guardian angel. You saved my life. So you're searching for your wife. You know, when the ash cloud came, some folks decided to stay. They wouldn't leave without their lost relatives. If your wife found a safe spot or banded with you, then she's probably somewhere in Haventon, waiting for you. You never know, but if that's the case, she's probably not downtown. There are too many gangs around. Okay. Sehr eklig. Okay, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt kommt bestimmt gleich was. Weil ich meine, man hört ja in dem Haus die Pistolenschüsse, also wer noch ganz taub ist, der würde es auf jeden Fall hören. Oh shit. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh shit. Aua. Aua. Und niemand hat was verloren. Hey, stirb. Boah, ich hab die alle ausgelöscht, ey. 5 Leute. Und ich bin ziemlich verletzt, deswegen heilen wir uns mal schnell. So, perfekt. Gehen wir mal hier rein. Da liegt natürlich wieder nichts. Das war ja so klar. Ah, doch hier. Ah. Konserve, oder? Ne, Schmerzmittel. Gut, wo geht's hier lang? Oh, da liegt jemand. Hallo? Alles gut? Okay. Alles gut. Das wird sie wohl sein. Schnell heile, bevor irgendwie wieder jemand von hinten heimlich kommt. Okay, da war noch jemand. Penner! Bam! Doch, ich lass dich hier sterben, du fetter... fetter Junge. Ja, ich rette die Mutter gleich, aber erstmal guck, was hier so rumliegt. Ja, okay, komm, retten wir die Mutter. Please don't let me die. What do you want from me? What? I don't want anything, I'm just here. Don't come any closer. Don't touch me. Don't even think about touching me. Hey, look, I'm untying you. Okay? No problem. Who are you? I'm a friend. I don't have any friends. I'm with May. May? My daughter? You've seen my daughter? Where is she? Don't worry, she's safe. She's with Henry. And I'm here to get you out. Okay, whoever you are, let's go. I think I know how to get us out of here. Als ob sie weiß, wie wir hier rauskommen. Ich bin ja schließlich reinkommen, also. Okay, jetzt speichert es schon, weil das schon mal ziemlich gut. Ah, okay. Wo ist sie denn? Hallo? Ist sie jetzt abgehauen ohne mich, oder was? Ah, da ist sie. Let's go through the subway. Gehen wir durch die U-Bahn. Im Keller von diesem Hotel gibt es eine... We used the subway tunnels to get to Henry's place the first time. May didn't like it. She coughed quite a bit. Poor thing. I was trying to find her some medicine and I got grabbed. I've been so worried about her. She was coughing when I found her, but we did get her some medicine. I think she'll be all right.
Oh, ich kann wetten, da kommt jetzt gleich jemand, ey. Dann haben wir nicht wieder gefickt. Where did you find her? She was on the street. Through the dust, I thought she was my daughter. You have a daughter? Yeah. I haven't seen her in over a year, though. Lauf nicht so schnell, Mann! Can you check? Just to make sure the coast is clear. Okay. Jo, sieht rein aus. Und hier liegt sogar was. Yeah. Jo, komm. Erstmal nehmen wir uns kurz heile, so. Die Luft ist rein. Komm. Ah, okay, die Luft ist doch nicht rein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, Panik. Ganz ruhig. If you're looking for trouble, you found it. I really don't like strangers. A gun. Hold up, hold up, hold up. Runter. Schutzwäsche ist ja schon. Oh ne, nochmal so ein gepanzerter. Headshot. Naja, was soll man machen? Erschießen muss ja einfach. Dann wechseln wir kurz die Waffe, so. Komm her. Boah. Puh. Die Luft ist rein. Ja, die läuft halt. Yeah, wie so ein King, Alter. Läuft das so vorne vor, ey. Voll der Boss, ey. Solltest sicher gehen, dass wir... Irgendwas mit Theaterstück, sonst habe ich nicht mehr verstanden. Jetzt ist die Tür plötzlich offen. Hey, da ist doch der Notausgang, Mann. Warum stehe ich hier jetzt so rum, ey? Soll ich jetzt wieder vor, oder was? Ach du Scheiße. Oh Mann. Schmerzmittel. Sieht ziemlich sicher aus. Bis jetzt noch. Bis jetzt noch. Warum kommt die eigentlich nicht mit mir? Das verstehe ich nicht. B1. Wow, Gott, ey. Jetzt kommt sie plötzlich so heimlich hinter mir, ohne jeden Ton, ey, Mann. Hat Glück, dass ich sie nicht erschossen hab. Ah, da ist das Ziel. Aber da liegt was. Zigaretten. Naja, vielleicht können wir es wieder irgendjemand geben, der sich umbringen will. Okay, sonst liegt hier anscheinend nichts mehr, so wie es aussieht. Ja. Juhu, geschafft. Also es wird echt immer schwieriger. Ich finde, zur Hälfte ist sowas voll mega einfach. Und dann, wo es jetzt über die Hälfte gegangen ist, das, der Schwierigkeitsgrad ist so übelst hochgegangen. Finde ich jetzt. Oder ich habe mich einfach nur dumm angestellt und mir wird die ganze Zeit abkratzt, aber naja. Hauptsache mir ins Weiter geschafft. Aber natürlich müssen wir jetzt wieder durch die U-Bahn. Und da werden wieder ganz viele böse Männer kommen, wo mich umbringen wollt. Oh Mann, jetzt muss ich wieder zurück durch durch die U-Bahn zu Henrys Wohnung. Wie mit der May. Bloß hier ist jetzt eine große May.
Eine sehr große. Oh. Hier ist offen. Stille immer, diese Ruhe und diese Dunkelheit. Soda Getränk. Geht's überhaupt lang? Nein. Ah, jetzt kennen wir doch das Tor, oder? Hurry, open that gate. Ja, ganz ruhig, Alter, ganz ruhig. Oh fuck. Ich wollte gerade meine Waffe ziehen, aber. Ach du Scheiße. Kommt hoch. Hold up. Ah, sind ja bloß drei. Das wurde einfach. Den einen killen wir so und die andere schießen wir so ab. Komm her, du Wichser. Zack, tot, zack, zack. Ich hätte vielleicht meinen Pfeil und Bogen benutzen sollen, aber jetzt ist schon zu spät, ist ja egal. Hoffentlich kommt ein Zug, du Penner. Müssen wir lang? Weißt du es zufällig? Ja, ich folge mir wieder, das war ja klar. Wo ist Henrys Wohnung? Hier ist Henry. Ach du Scheiße. Und ich bin hier. Gucken wir mal, was da lang geht. Scheint zu. Ja, das war klar. Dass ich wieder in falsche Richtung gehe. Oh, komm. Okay, dann gehen wir wohl da lang. Das ist wohl der einzige Weg, wo wir noch lang gehen können. Lag da nicht gerade was? Nö, anscheinend nicht. Wie geht's hier lang? Weiter tiefer in die Dunkelheit. Why stayed in Avonton? We couldn't leave. May's father was injured and couldn't move. I just couldn't bring myself to leave him here to die on his own. After he died, we just never had the means to get out. When did people start leaving the city? It's that ash cloud which really took its toll on the people here. People could do nothing but step on each other to get on crowded boats. Die Arschwolke habe ich gerade gelesen, Mann. Die Arschwolke. How about you? I take it from your questions you haven't been here long. Why are you here? I lived here before with my wife and daughter. We weren't together when the event happened. I was on the East Coast. I got injured, and it took me all this time to recover and walk back. I arrived this morning and found their home empty. You walked back? Dedicated man. By the way, I helped Henry get the radio transmitter. Really? That's fantastic. This could finally be our chance to leave this hellhole. You know, Henry used to work in Haventon's fire department before he lost the use of his legs. He was overseeing the department's dispatch and communication systems. He knows quite a bit about how people were dispatched around after the event. But you know, we hear all sorts of things about the remaining survivor camps and shelters. We're trying to leave Haventon altogether. His place is pretty well protected against quakes and dusts. Sehr interessant, was die da sagen. Maybe he could help you get some useful information about. Also ich meine ernst. Thanks. That would be really helpful. Jo. Okay, gehen wir mal rein. Ich werde den Part jetzt nämlich beenden.
Jetzt bin ich ja in Speicherpunkt. Jetzt, ach du Scheiße, geht schon 30 Minuten, aber zum Glück dauert es nicht so lange zum Hochladen. Also wenn ich in 720 Pixel spiele oder i oder wie soll man halt. Bei 1080 ist das schon was anderes wie bei meinem Bioshock Let's Play. Weil allein 15 Minuten hochlade, das dauert. Ja, das dauert gut 12 Stunden, ja. 12 Stunden. Für 15 Minuten. Oh, my baby girl. Mommy. I'm so sorry, May. I promise I will never leave you alone again. You promise? Yes, baby. I promise. Aber kann ich mal stoppen, drüber? Ah, okay. Weil das geht ja da wieder weiter und ich werde es euch im nächsten Part zeigen. Okay, also bis dann. Ciao.